Nein! Okay. Off into the void we go. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Modded Satisfactory. Was haben wir heute vor? Ist mein Käffchen. Ist das schön, wir haben wieder Käffchens. So, das hier läuft. Das ist schon mal gut. Das haben wir ja gut hingekriegt. Wir haben unsere 4,5 Gigawatt da. So, und wir hatten gesagt, auf unserer Liste da drüben steht ja, ne, Kraftwerk 30 Generatoren bauen. Können wir rausnehmen. Nehmen wir jetzt auch wirklich raus und nicht nur wegstreichen hier so halb. Bam. So, heute geht es daran. Ein bisschen das Farming erforschen. Und dann schauen wir mal, was wir da so zu tun haben. Also es geht letztendlich um diesen Punkt hier. Wir brauchen Jar of Bock haben wir. Jar, also wir müssen das ja jetzt nicht sofort durchziehen. Was brauchen wir denn hier? Erstmal brauchen wir das. Und 50 davon. Haben wir genug für die 50? Ja, haben wir. So, dann machen wir die eben direkt. Habe ich denn da eigentlich in einer Liste stehen? Ach, Konstruktoren. Ja, die können wir gleich rausschmeißen. Und dann können wir den Spaß eben fertig machen. Und dann gucken wir weiter. Also dieses Jar of Peat habe ich noch nicht gefunden. Jar of Bock haben wir da unten noch und Jar of Dirt. So, das heißt, wir können den Kollegen hier bauen. Seed Extracting. Okay, was brauchen wir hierfür? Nochmal 50. Okay. Nochmal 50. Können wir uns. Acht Stück. Ja, also eben 8 Stück davon. Machen wir jetzt hier ein bisschen einmal kurz in unschön. Wir brauchen auch sowas. Machen wir erstmal das. Und dann kannst du mir nämlich eben einmal ein paar Platten machen. Wenn wir hier noch mal ein paar machen, aber dann können wir da einfach mal ein paar laufen lassen. Scheinbar brauchen wir davon jetzt ein bisschen mehr. Mir ist bewusst, ich sollte so langsam hingehen, das alles automatisieren, aber ich habe gesagt, ich möchte erst das hier. Ne, also, ich möchte die Schnecken haben, die Schneckenfarm. Dafür brauche ich vorher eine normale Farm. Das wollen wir jetzt einmal so weit aufbauen, dass wir da schon mal so weit sind. Und dann, davon haben wir genug. Boom. Dann fangen wir sowieso an, die Produktion alles sauber zu machen und so. Ah, okay. Das brauche ich tatsächlich, um den hier zu finden. Und das brauche ich für hier. Was braucht man denn hierfür? Okay. Ich brauche eine ganze Menge Zeugs. Das heißt wahrscheinlich, wo packen wir überhaupt unseren Spaß hier hin? Lassen wir uns noch erstmal darüber reden. Gehe ich ganz stumpf hin, ziehe das hier so ein bisschen rüber und mache dann da vorne den Bereich so.
Dann auf Peat und dann auf Dirt. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal sowas finden. Haben wir nur Jar of Dirt dabei, aber Jar of Peat kennen wir noch nicht. Das ist ein bisschen blöd. Das ist direkt da vorne. Wir gehen jetzt mal eben die 200 Bock holen. Was soll das sein, mag. Hier läuft ein bisschen. Dass hier unten nicht sauber läuft, das ist mir sogar noch relativ egal. Ja, also der Spaß da. Hauptsache, ja, hier kommt da nicht genug raus, aber ist gerade alles noch relativ. Da ist noch Wasser. Egal, was haben wir hier? Warst du? Boah. Okay, holen wir uns mal ein bisschen. Blöde Frage. Aha. Okay. Verstehe. Das heißt, die 200 muss man wirklich per Hand abbauen. Okay. Ich mach das mal eben. So, jetzt sind wir gleich soweit. 198, 200. Okay, dann gucken wir mal. Komm ich hier hoch? Nein. Dann gehen wir hier rum. Wo könnten wir den Spaß finden? So, erstmal hier dran. Das war dieses hier. Ja, ah ja, super funktioniert. Forschung starten. So, Bockers. Okay, jetzt kennen wir das. Das heißt, okay. Garten, Bockers. Okay, ich möchte gerne den auch fertig haben. Ich glaube, das ist sinnig. Wie sieht das eigentlich hier aus? Quantenkristall. Nur zu wenig von Elektrostecken. Da haben wir auch zu wenig von und da sowieso. Weißt du, da oben ist noch eine gelbe, aber die reicht nicht. Was hast du hier eigentlich? 32. Okay. Können wir denn jetzt da unten was draufbauen? Also wir haben einmal da vorne einen. Nein. Komm her. Gehen da rein. Oh, wir brauchen Miner. Sonst funktioniert das mit dem nächsten nicht. Dafür brauchen wir zwei Stück. Eins, zwei. Was haben wir hier noch? Was ist das? Object Scanner. Genau, ein Eck. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir den anderen auch noch gemacht bekommen hier. So, dann können wir auf jeden Fall schon mal hier hingehen. Also wir wollten ja sowieso einfach eben von da aus gucken, dass wir, wo haben wir denn hier noch einen freien Mast? Oh nee, ne? Was ist wieder los, dass jetzt hier so ein Problem ist mit dem Strom, ne? So, der kann jetzt einfach mal, muss ja nicht da rauskommen erstmal, geht ja nur darum, dass wir das Zeug kriegen. So, weil das werden wir bestimmt für irgendwas brauchen. Ja. So, wo finden wir das andere Zeug? Ich würde sagen, ging ja jetzt um, warte mal, wir hatten, das eine war Peat, das andere war... Wollte noch, soll ich mitnehmen? Bock Earth. Dann brauchen wir noch Peat. Also Dirt, Bock Earth und Peat war das dritte. Peat würde ich gerne noch finden. Geh jetzt hin. Schnappen wir uns hier das raus, weil dann können wir mit der Kettensäge ein bisschen rumhampeln, auch wenn wir die gerade nicht in der, nicht ausgerüstet haben, aber ist egal. So. Ich würde behaupten, dass wir da drüben fündig werden können. Irgendwo an dieser Küstenlinie da.
was heißt Küstenlinie, also an der Gebirgslinie, so heißt das. Wir laufen da jetzt einfach mal rüber. Weil hier um diesen, unseren kleinen See bin ich rumgegangen, da war ja nichts. Ja, was haben wir hier? Ja, ich da rum, okay. Sieht seltsam aus. Schauen wir mal da drüben. Und hier, wo gehen wir am besten hin? Fangen wir auf der Seite an und arbeiten uns dann links rüber. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Irgendwo werden wir das Zeug finden. Ich habe das Gefühl, wir müssen dafür irgendwo auch ein bisschen in Wassernähe sein. Zumindest das Zeug war alles in Wassernähe. Also gucken wir, wo da unten das Wasser ankommt. Ich weiß ja, dass da ein Wasserfall ist. Aber ich meine, da unten wäre auch so relativ viel Wasser. Was ist das? Okay, irgendein Holding. Cryolite. So, hier haben wir auch. Da müssen wir oben hoch. Lohnt sich das, die Zeit zu investieren, da hochzugehen? Ich weiß halt nicht, ob wir hier. Also was wir jetzt hier finden. Schrauben. Vor allem nicht, ob wir da oben noch irgendwas anderes brauchen. Also ist doch ganz gut. Und NET war es nicht. Ja, verdammt. So. Und einmal da runter. Und so, gehen wir mal da hoch. Gucken wir mal. Schrauben, da drüben sind auch Schrauben noch. Wahrscheinlich gar nicht so clever jetzt gewesen, hier runter zu springen. Ah, doch, geht. So, du möchtest gerne 50 Megawatt haben. Ja, okay, war klar. Ja, es tut weh. Okay. Das ist alles sehr interessant hier. Ja. Gehen wir darüber. Hier rum. Oh ja, hier waren ja irgendwo noch so Kisten verbuddelt. So. Wir kommen hier drüben hin. Ist es jetzt sinnvoll, da hinzugehen? Wollen wir vielleicht da erst noch hin? Gehen wir hier vorne an die Kante. Jetzt sehen wir dann ein bisschen mehr. Okay, das sieht aus wie eine Wasserquelle oder sowas. Na, gehen wir mal hier lang. Okay. Hi. Oh, Alter. Ist ja auch nicht so schlimm, wenn du gehst. Komm ich da hoch? Ja, komm ich. Können wir die wenigstens mitnehmen? Ja, schon mal 20. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen mehr noch. Ja, wir müssen noch einen. Water Turbine Node, 8 Megawatt. Okay, hier sind auch noch mal ein paar extra Dinger. Das
haben. Ja. Ich würde gerne, danke. Nimm das Zeug gerne mit, weil dann kann ich da auch noch ein bisschen weiter forschen, wenn wir schon mal dabei sind, ne? Das ist hin und her mit euch, macht aber echt keinen Spaß. Fall doch endlich um. Danke, das hätte ich gerne. Und du nimmst dann nämlich auch mit. Was ist hier? Ah, da ist wieder Biowasser. Okay. Das bringt mir aber nichts. Was ist da drüben? Auch Biowasser, oder? Ja. Okay. Also meine Idee mit, hier könnte das ja direkt irgendwo sein. Ist jetzt nicht so gut. Wir nehmen aber da vorne dafür dann direkt den Kollegen mit. So, und dann ja, ziehen wir uns jetzt hier entlang, also wirklich am Wasser entlang rum, um zu gucken. Das ist jetzt wieder so ein bisschen Gamble. Jetzt sind da ein, ist dahinter eine Höhle. Es sieht aus, als sollte da eine Höhle hin. Eine unfassbar hässliche Textur. Aber, okay, da ist auch nichts. Sieht hier drüben aus, auch nicht. Da nicht. Okay. Vielleicht war mein Gedanke falsch. Was passiert hier? Dann schauen wir mal hier, hier liegt noch so ein Klumpen rum. Oh! Hi! Du bist ja gerade, du kommst mir ja gerade richtig gelegen. Nehmen wir dich mit. Und ein bisschen davon. Ich weiß, dass ich das andere Zeug jetzt gerade nicht unbedingt brauche, aber ich hätte den Zweig gerne da oben abgeschlossen. Ist das hier? Schwefel. Oh, sogar rein. Hi. Keine Angst, diesmal lasse ich dich in Ruhe. Gehen wir mal hier ein bisschen lang. Du bist da oben aufgegangen. Okay, das bringt mir auch nichts. Natürlich jetzt die Frage. Ist das hier oben sinnvoll? Ihr beiden denn da Schönes? Hallo? Komm. Hi. Tschüss. Abmarsch. Ja, das ist ein großer. Das ist ein bisschen nervig, die immer wegzuboxen. Gerade mit dem kleinen Zeug hier. Das nicht wie. Ui. Nein! Okay. Off into the void we go. Ups. Okay. Selbst mit dem Flugmodus retten. Hat ewig gedauert. Ist raus. Aber nicht so lange wie sterben, weil ich bin gefallen. Gefallen und es passierte nichts. Da war kein Boden und kein Tod. So, das ist ungünstig. Ups. Ja, regt euch ab da drüben. Ich weiß, ihr mögt mich nicht hier. Guck mal, wir sind beide im Weg. Könntest du da bitte weggehen?
Danke. Ich habe wenigstens gerade gesehen, dass hier oben sich noch die zwei befinden. Hier, blub, blub. Komm her, liebes Spiegelei. Danke. Tschüss. Du Spiegelei auch weg. Ich auch noch. So. Und die Schnecke nehmen wir mit. So, haben wir das. Wo könnten wir diese Erde finden? Vielleicht finden wir die auch gar nicht hier in diesem Biom. Das wäre möglich. Ich weiß nicht, will ich da vorne jetzt rumgehen? Wir laufen jetzt nochmal hier oben lang. Und dann ein bisschen weiter vorne. Hier rum. Vielleicht sind wir hier auch schlecht. Wo? Aber gerade das Gefühl, ich habe hier Ecken gesehen, die ich in den Spielen noch nie gesehen habe. Ist ja auch was. So. Was wir wollen. Da vorne war eine Abzweigung, wo wir hier rechts rumgegangen sind. Deswegen gehen wir da jetzt quasi wieder rechts rum, weil das wäre dann von der anderen aus gesehen links. Wenn ihr versteht, was ich meine. So. Ja, mach du mal Puff. So, sagen, hier kommen wir da an, wo wir die Kollegen haben. Ist hier irgendwas? Ich meine, hier haben wir schon ein bisschen mehr. Okay. Allgemein ein bisschen mehr auf dem Boden. Oh, da schon wieder so ein Ding. Mein Gott. Ja, ich weiß, ich soll die alle mitnehmen. Da. Jada. Ja. Da haben wir was. Das könnte Kohle sein. Das ist Kohle. Wie sieht das hier aus? Ich will doch nur dieses. Oh, was ist das da vorne? Wasser oder sonst. Ja, Biowasser. Okay. Das wird auch Biowasser sein, ne? Da unten wieder so ein Summer Sloop, mit dem wir jetzt anfangen können. Ist hier sonst noch irgendwas? Was ist eine Kippe? Bin ich so doof bin. I have taken ill and need your help to find a cure. Doctors say that the only remedy is alien artifacts. Bin so froh, dass du mir das erzählst. Aber Gott sei Dank höre ich nicht zu. Weil irgendwas mit dem Doktor, das muss ja dann das Arztgeheimnis sein, ne? Das wollen wir ja nicht verletzen. Also ignorieren wir die Trolle. So, oben geht's wieder lang. Ups, ist das na, einfach nur ein Stein? Okay. Schade, dass ich danach nicht scannen kann, weil das würde mir die Arbeit ein bisschen erleichtern. Hier. Noch so ein Kollege. Warum ich die einen sammle und die anderen nicht, ist totally random. Ich habe da keinen genauen Plan. Hi. Kommst du aus dem Busch? Steht da ein Hintern vor dir? Das ist auch komisch. Ja, was haben wir hier? Dort. Ach du Schande, das ist auch noch so richtig hier drin versteckt. Das heißt, ich kann gerade an Gott weiß was allem vorbeigelaufen sein.
Oh, holy the almighty. Das ist ungünstig. Wie soll ich denn das jemals finden? Hey, jetzt mal ohne Shit. Das ist da, das war nicht. Ich muss ja nur wissen, wo ich es kriegen kann. Mal zwar mitnehmen und dann weiß ich schon mal, was ich alles kann. Aber ja, vom Bewuchs her wäre das ja hier möglich, würde ich behaupten. Außer es ist irgendwas total Wildes, was ich nicht auf dem Schirm habe. Ja, da kann ich auch nachher mit forschen. Ah, cool. Deswegen ist noch eine blaue. Nehmen wir die auch mit. Oh, oh, was ist das hier? Was ist das hier? Oh, ja. Ja, wie wir sehen. Der riecht aber jetzt gar nicht so verkehrt. Das Zeug scheint es ja hier überall zu geben. Zumindest Dirt und Bock Earth. Und Biowasser. Also ich glaube, Kraftwerke dürften uns nie mehr ausgehen. Überall, sobald ich zwei Stück habe, erstmal. Ach, du bist da oben. Ja, ist mir egal. Erstmal 30 Kraftwerke hinsetzen, sobald ich zwei von den Dingern gefunden habe. Ist auch eine gute Idee. Ja. Also. So ganz top war mein Gedanke nicht. Aber auch nicht so ganz falsch. Habe ich das Gefühl. Wenn ich da so durchgehe. Aber wenn ich mir jetzt natürlich Pete übersetzen würde, käme ich vielleicht ein bisschen mehr darauf, wo das sein könnte. Ob ich hier überhaupt in der richtigen Richtung gucke oder ob ich vielleicht ja, in eine ganz andere Richtung muss. Ja? Also hier ist ja doch eher immer noch wüstenähnlich. Ja, yeah, Rubite. Oh, ich will nicht noch mehr Rubite. Brauche ich gerade nicht. Das war hier nicht so eine gute Idee. Wir könnten nochmal ein bisschen da lang gehen. Ja, ist richtig spannend geworden, die Folge. Ich laufe mal noch ein Stückchen weiter. Willkommen beim Laufsimulator. Auch ein Spiel, das man sich bestimmt bei Gronkh gut angucken kann, den Laufsimulator. Sich folgen und dann stellt er fest, er hat was vergessen. Fast wie ich. Na, haben wir hier noch was? Das bist du. Gar nichts, du bist ein Fels. Oh, hier ist noch mal irgendetwas. Oh, ja. Und hier ist kein Wasser mehr. Nicht gut. Gar nicht gut. Da vorne ist Wald. Natürlich sein, dass da oben rechts noch was ist, aber was ist das für eine Sorte von Dreck? Da lang gehe ich, muss den ganzen Weg nachher wieder zurück. Komm, wir gehen da lang.
Hallo, Dickerchen. Was beschützt du denn hier? Hm? Habe ich ihn in den Popo gehauen. So. Ich gehe einfach mal darüber zu dem Wald da, also da drüben. Muss jetzt nur gucken, wo ich da einen Aufgang finde. Wenn ich das richtig habe, ist das hier nämlich dieser Graben dazwischen. War gar nicht so leicht, da hochzukommen. Und ich hoffe, ich habe genug mit für eine Rampe entsprechend, wenn ich sie brauche. Aber je höher ich schon vorher komme, desto besser. Wie sieht's denn hier so aus? Das wäre halt so eine Hoffnung, die ich habe. Vorne ist was Rampiges. Also mir ist vollkommen bewusst, dass es eventuell gar nicht so sinnvoll ist, was ich hier tue, aber wenigstens hätte ich dann den Teil der Forschung abgeschlossen. Oh, das ist etwas sehr gut Rampiges. Das ist etwas sehr... Na komm, wir rennen einfach durch. Okay, habe ich Gott-Modus an? Das erklärt, warum ich gar kein... Ja, lassen wir das. Warum bin ich wahrscheinlich auch gerade nicht gestorben? Das sehe ich jetzt erst. Das ist super. Okay. Gut. Ist ja fürs eigentliche Bauen auch irrelevant. Und manchmal wäre es schön, wenn man sterben könnte, damit man zurückgesetzt wird. Also hier haben wir definitiv mehr Vegetation. Wäre schön, wenn man hier auch mal sowas findet, ne? Ups. Ist hier wieder der Übergang? Hi. Du siehst anders aus. Okay, du interessierst dich für meinen Sepper quasi gar nicht. Oh, doch. Wohin gehen wir denn dann mal? Das ist echt nervig, dass ich das Zeug nicht finde. Okay. Schreibt doch mal in die Kommentare, ob ich das irgendwo in einem bestimmten Biom nur finden kann oder wo ich hin muss, damit ich das finde, also dieses Jar of Peat. Bums. Jetzt hier oben durch. Oder auch nicht, wenn da abgesperrt ist. Da kann ich nicht drüber klettern und da strahlt. Ja, schön. Alles. Wie komme ich denn jetzt wieder zurück? Oh, ich habe was zum Erforschen. Hi. Ich weiß nicht, wie viele ich davon brauche. Bitte gib mir genug. 3. Ich glaube, es sind mindestens immer 10. Also ich würde da gerne wieder mehr von nehmen. Ups. Das ist Pete. Mal da vorne hin, da können wir auch Zeug mitnehmen. Ich habe das Gefühl, dass ich mich gerade so verlaufen habe, dass ich nie wieder zurückkomme. Weil ich habe da vorne so ein bisschen den Berg und den Berg da im Blick. Das müsste eigentlich von der Richtung her richtig sein. Also die richtige Richtung. Hi.
Space-Hirsche. Wir haben hier das da. Das kann man bestimmt aufmachen, oder? Nein. Ach, Quarzoszillatoren. Eieieiei. So. Also gehen wir in die Richtung hier. Dann kommen wieder die Dinge. Also wir nähern uns dem jetzt wieder an. Da dürfte, ja, da ist Wüste. Wir müssen da hoch. Gäbe es zwei Möglichkeiten. Ich glaube, ich habe, wie gesagt, Inventar behalten, das ganz gut wäre, weil das Zeug ist voll. Hätte ich eine Möglichkeit. Wir lassen das da links liegen. Euch rechts liegen. Gehen hier hoch. Ja. Ups. Schade, schade. Ich hatte gedacht, ging das hin. Und finde das Zeug, aber das scheint nichts. Oh, was bist du? Was bist du? Die und Dirt gibt es wie Sand am Meer, ne? Aber den Shit, den ich haben will. Nicht. Was mache ich jetzt am besten? Ehrlich gesagt, keine Ahnung, wo ich hin muss. Also ich habe mich komplett verlaufen. Ich weiß irgendwo da drüben. Aber oh Gott, ich war da gerade in einem Biom, wo es Pilze gab. Ich hätte Pilze mitnehmen können. Zum Forschen. Ich bin doof. Mach dich auf. Nehmen wir dich mit. Comply. Ja, ich hab doch schon complied. Ist das sinnvoll, hier so rüber zu gehen? Also zu schwimmen. Oh, also Tatsache ist das sinnvoll. Die Richtung ist gar nicht mal so verkehrt. Da ist noch was am Leuchten. Tatsächlich eine Karte. Hallo? Ja, reg dich ab. Ist doch alles gut. Ja, hi. So, und jetzt war das. Sehe ich da vorne eine Konstruktion von mir? Sehe ich hier irgendwas? Okay. Das ist auf jeden Fall von mir. Da ist mein Shit. Dann gehen wir wieder Richtung Kraftwerk. Da ist mein Shit. Wir sind auf jeden Fall wieder zu Hause. Das ist doch schon mal etwas. Aber Pete haben wir nicht gefunden. Ach ja. Wieder eine Menge Fels gefunden, aber keinen Pete.
Gehen wir da lang. Es wäre zu komisch, hätte ich nur in die Richtung da gehen müssen. Und das wäre da gewesen, ne? Also ich meine, bei meinem Glück gerade sollte das exakt so laufen. Ich gehe 3 Meter da lang. Also quasi von unserem Weiher hier unten weg in die Richtung. Und ich habe das Zeug sofort vor der Nase. Das wäre natürlich jetzt der absolute Überknaller. Jetzt gucken wir erstmal. Ja, ein bisschen was machen wir jetzt noch. Sonst haben wir quasi nichts geschafft und das wollen wir nicht. So, da lang. Ah, hier auf der Seite sind wir angekommen. Verstehe. Ist ja kein Ding. Darum, daran. Oder hier oben, so zwischen, wo niemand gucken würde, ne? Das machen wir auch nicht. Ja, wunderbar, dass ich hier oben lang gegangen bin. Jungs. Gehen wir mal da hoch. Ja, scheint ja alles ganz gut zu laufen. Wie sieht's bei dir aus? 50 Stück sind drin. War schon mal draußen. So. Elektroschnecken. Ich meine, die gelben kann ich jetzt forschen. Und die roten auch. Das ist doch schon mal was. Aber die Forschung nehme ich auch durch. Können wir hiermit was machen? Dafür brauchen wir erst das andere. Farming. Okay, das haben wir nicht gefunden. Schade. Wir können aber Weizen machen, wenn wir damit was machen. Das heißt, wir müssen jetzt wahrscheinlich hier erstmal so ein Zeugs anbauen. Wir gehen jetzt hin. Und bauen uns. Oh, habe ich gerade in eine Windturbine reingebaut. Na, ist nicht so schlimm. Das stirbt mich plötzlich wenig. Gut, wir haben Seed Extractor. Aha. Okay, wie groß ist der? Ach du Schande. Okay, also wir werden dort eine Plattform bauen. Wir haben ja schon mal den Kollegen. Wir können jetzt mal eben da unten den anderen wenigstens hinbauen. Meine ich. Weil ich habe ja unterwegs so ein Zeugs gefunden und es sieht gut aus. Machen wir das. Beim nächsten Mal bauen wir uns da eine Plattform und fangen mit Farming an. Ist zwar noch nicht optimal, aber was soll's. So, wir hätten bei dir gerne die Richtung und den Kollegen da drin und einmal. Strom. So. Du holst das da raus. So, und was ich meine ist quasi die Richtung. Mal gucken, ob wir da was finden. Hier lang. Okay. Was haben wir denn hier noch zu tun? Ich kann schon mal Fundamente wieder aufschreiben. Dann haben wir erstmal. Okay. Das bedeutet, ich gehe das organisieren fürs nächste Mal. Und wir machen eine große Plattform hier raus. So, und was mache ich jetzt für einen Screenshot? Also Thumbnail. Ich habe eine Idee. Okay. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal. Wie war das? Ich sag mal, das war's für heute. So war das. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da. Glocke nicht vergessen. Daumen großartig. Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit wartet gut. Käffchen.